Hallo und herzlich willkommen. Ja, die Flüchtlinge aus Nordafrika, die in Italien anlanden, kommen ja nicht aus den Schlagzeilen. Die EU ist über die Aufnahme der Flüchtlinge zerstritten. Lampedusa heißt das Stichwort, eine kleine Insel im Mittelmeer, auf der die Flüchtlinge zuerst ankommen. Die neueste Meldung, die Migranten haben angeblich ihr eigenes Lager angezündet. Was ist da eigentlich los? Ich habe einmal meine Allzweckwaffe in Sachen Ausland gefragt, die Reisejournalistin Angelika Gutsche, ob sie uns ein paar Fragen zum Thema beantworten würde. Sie war schon sehr viel in den nordafrikanischen Staaten unterwegs, Libyen, Marokko, Algerien, Tunesien, und sie wohnt in Süditalien. Das ist die ideale Gesprächspartnerin also, um über das Problem der nordafrikanischen Flüchtlinge in Süditalien zu reden. Deshalb habe ich sie einmal gefragt, ob sie für uns einmal zu einem der Flüchtlingslager hinfahren würde, um Näheres über die Hintergründe zu erfahren. Und das hat sie gemacht, und da ist sie nun. Hallo, Frau Gutsche. Hallo, Herr Wisniewski. Ja, Sie haben mir ja mit dem Handy ein paar Fotos geschickt. Auf dem ersten sieht man Sie auf einer Wiese mit blauen Zelten im Hintergrund in einem eingezäunten Bereich. Worum handelt es sich da eigentlich? Ja, das ist ein Flüchtlingscamp hier in Apulien, ganz in der Nähe von uns, wo wir wohnen. Dorthin wurden die Flüchtlinge aus Tunesien gebracht mit dem Schiff, also von Lampedusa nach Taranto mit dem Schiff und dann dort eben in Aha. dieses Lager. Es befinden sich im Moment so ungefähr 1700 tunesische Flüchtlinge dort. Das Lager sieht so ganz neu aus, wie extra für diesen Zweck errichtet. Ist das so? Das ist so, das ist richtig. Das ist ein ehemaliger aufgelassener Militärflughafen, auf dem das Lager errichtet wurde. Man muss dazu sagen, es kommen ja im Moment wahnsinnig viele Flüchtlinge an und Italien hat natürlich das Problem, die unterzubringen. Auf der kleinen Insel Lampedusa können sie nicht alle bleiben. Dort müssen da schreckliche Zustände herrschen. Aha. Jetzt mal die Frage, man hört ja sehr viel von diesen Flüchtlingen, die wenigsten wissen aber, wo sie genau herkommen. Können Sie uns das sagen? Ja, also da gibt es praktisch zwei Stränge. Im Moment kommt ein Großteil der Flüchtlinge aus Tunesien. Ein weiterer Teil der Flüchtlinge sind Schwarzafrikaner, die den weiten Weg durch die Sahara gemacht haben. Die kommen aus dem Sudan, aus Somalia, aus Mauretanien, aus weiß Gott was für Ländern und waren zum Teil in Libyen. Libyen hat 1 Million Schwarzafrikaner im Land als Gastarbeiter. Und von diesen Schwarzen versuchen natürlich auch viele nach Europa jetzt zu kommen, gerade im Anbetracht des Krieges natürlich. Was für Reisen haben denn diese Menschen jetzt eigentlich hinter sich, wenn man jetzt mal diese beiden Gruppen betrachtet, die Sie genannt haben, die Flüchtlinge aus Tunesien und aus dem Subsahara-Gebiet? Also der anstrengendere Part ist sicher der Weg durch die Sahara. Also das erfolgt ja auf Trecks und auf Pickups und unter lebensgefährlichen Umständen. Es kommen auf diesem Weg durch die Sahara viele Menschen schon zu Tode, die verdursten, wo die Breakdowns mit den Autos haben und dann es überhaupt nicht schaffen bis nach Nordafrika. Der andere Teil sind jetzt die Tunesier. Die kommen natürlich aufgrund der Situation in ihrem Land, wo sie keine Arbeit finden, wo große Armut herrscht und jetzt durch den Fall des Ben Ali-Regimes auch die Grenzen offen zu sein scheinen über das Meer. Ja, das wollte ich gerade fragen. Wir haben doch früher solche Bootsflüchtlinge nicht gehabt in Europa. Wie kommt es, dass das ausgerechnet jetzt auftritt? Italien hatte zum Beispiel mit Libyen Abmachungen mit Gaddafi, dass Gaddafi diese schwarzafrikanischen Menschen nicht außer Landes lässt, also nicht über das Meer flüchten lässt. Er hat sie dann zum Teil im Lager gesperrt. Das war auch in Absprache mit Frontex, dieser Agentur, die gegründet wurde von den europäischen Regierungen, um die europäischen Grenzen zu schützen.
Und in diesen Lagern, da gibt es Beschreibungen drüber, dass da natürlich auch nicht so glimpflich mit den Menschen umgegangen wurde. Und sie wurden dann über in die Sahara zurückgeschickt und in ihre Länder zurückgeschickt. Aber in Libyen ist ja im Moment alles zusammengebrochen. Und ja, hier wird natürlich, hier in Süditalien schimpfen natürlich die Menschen auch, die sagen, Sarkozy kriegt dann das Öl von Libyen und wir bekommen die Immigranten. Das war uns Europäern ja bisher auch gar nicht so bewusst eigentlich, dass diese nordafrikanischen Staaten bereits eine Art Auffangbecken waren für innerafrikanische Flüchtlinge. So war das aber, oder? So war das aber. Frontex hat versucht, diese ganze Immigrantengeschichte praktisch immer mehr nach Nordafrika zurückzudrängen und diese Lage eben nicht in Europa zu errichten, sondern eben schon in Nordafrika die Menschen zurückzuhalten. Und das ist jetzt zusammengebrochen, dieses Bollwerk? Scheint es zusammengebrochen zu sein, ja. Aber war es nicht auch so, dass Libyen schon sehr viele Arbeitskräfte auch gebunden hat? Sehr viele Arbeitskräfte, ja, das ist richtig. Es kommt natürlich auf diese Länder auch der Druck, auf Ägypten oder Tunesien, aber auch andere Länder, Algerien, dass diese ganzen Menschen, die in Libyen in Brot und Arbeit standen, nun zurück in ihre Länder gegangen sind als Kriegsflüchtlinge und dort natürlich auch keinen Job haben und ihre Familie nicht mehr ernähren können. Das heißt, die Flüchtlinge aus Libyen, die wir zum Beispiel im Fernsehen gesehen haben, die dort Hals über Kopf geflohen sind, die kommen jetzt zum Teil nach Europa? Ich vermute schon. Ich vermute, es war ja, was man im Fernsehen sah, waren ja in der Regel die Bilder an der Grenze Libyen-Tunesien. Das waren sehr viele tunesische Gastarbeiter, die zurück in ihre Heimat geströmt sind. Und viele werden versuchen, den Weg nach Europa zu finden, um dort eine Chance zu bekommen, ihr Leben zu finanzieren. Jetzt mal eine Frage. Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, mit einem Fischerboot überzusetzen von Nordafrika nach Lampedusa. Wie macht man das oder wie gestalten die Flüchtlinge das überhaupt? Wie wird das organisiert? Also ich denke, im Moment ist es relativ einfach zu organisieren, weil natürlich jeder, der irgendwie ein fahrtüchtiges Boot hat als Fischer, kann damit natürlich das Geld seines Lebens machen, wenn er jetzt in dieses Geschäft einsteigt. Wir haben mit den Tunesiern gesprochen. Die Angaben schwanken zwischen 650 Euro bis zu 2000 Euro, was sie für eine Überfahrt gezahlt hätten. Also ich denke, wenn man sich vorstellt, die Boote sind zum Teil mit 30, 40 Leuten belegt. Also wenn so ein Fischerboot zweimal so eine Überfahrt schafft, dann hat der an die 100.000 Euro verdient. Also das sind für Tunesien unvorstellbare Summen. Aber wo haben jetzt solche Flüchtlinge beispielsweise 650 bis 2.000 Euro her? Naja, da legt auch die ganze Familie zusammen, da legt auch das ganze Dorf zusammen, da werden Ersparnisse zusammengekratzt, da werden Schulden gemacht. Das ist eine einmalige Chance und jeder versucht, die zu nutzen. Jetzt mal die Frage, was sind das denn eigentlich für Flüchtlinge? Sind das hauptsächlich junge Männer, Frauen, Kinder oder auch ältere Leute? Also, was ich da gestern bei Manduria und Uria in ihren Flüchtlingslager gesehen habe, waren es fast ausschließlich junge Männer. Einige ältere, darunter aber wirklich das Gros junge. Wie kommt das? Ja, ich denke, als junger Mann ist man eher bereit, so ein Risiko einzugehen. Als junger Mann ist man nicht gebunden mit einer Familie, die man hat. Man kann sich eher in ein Abenteuer mit ungewissen Ausgang stürzen. Es gibt auch leichter die körperlichen Strapazen, die da vielleicht auf einen zukommen, ist risikobereiter. Oder ist das nicht auch so, dass da ganze Familien zusammenlegen, um einen jungkräftigen Mann nach Europa zu bringen, sozusagen als Brückenkopf oder Versorger? Ja, auf alle Fälle. Das ist genau richtig. Jetzt hat man ja von dieser Brandstiftung oder von diesem Brand gehört, den es in einem der Lager gegeben hat. Wie erklären Sie sich denn sowas überhaupt? Ja, das muss man sich so vorstellen. Bei diesen jungen Männern liegen natürlich die Nerven blank. Die haben viel riskiert bei der Überfahrt, ihr Leben. Und
und haben sich wahrscheinlich auch in finanzielle Abenteuer gestürzt, um das zu finanzieren. Da herrscht dann natürlich ein wahnsinniger Frust, wenn man wieder abgeschoben werden soll, nachdem man es endlich geschafft hat, hier zu sein. Ja, aber ist das nicht so, dass das nicht ziemlich der Sache dieser Flüchtlinge, sage ich jetzt mal, schaden wird? Ich glaube, in dem Moment entlädt sich da einfach eine Spannung. Ich glaube, das wird nicht rational nachgedacht, ob das ihnen nützt oder schadet. Ich meine, sie haben ja, wenn sie abgeschoben wieder werden, nichts zu verlieren. Und ich denke halt auch, dass das durch die wirklich prekäre Lage in Lampedusa passiert, dass diese kleine Insel und mit einem völlig überflüssigen Flüchtlingslager mit katastrophalen sanitären Zuständen, dass die Lage dort halt einfach auch nicht haltbar ist auf Dauer. Ja, vielen Dank. Das war die Reisejournalistin Angelika Gutsche, die für uns ein Flüchtlingslager mit nordafrikanischen Flüchtlingen bei dem Städtchen Oria in Apulien besucht hat. Vielen Dank, Frau Gutsche. Tschüss. Ja, das war's von hier aus. Vielen Dank erstmal und bis zum nächsten Mal. Tschüss.